Deiner Mutter geht es anscheinend nicht so gut. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Da kommt etwas. Passt auf. Ja, ich hoffe, die können alle kämpfen. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Und wir speichern jetzt. Wenn da steht, bereite dich auf den Kampf vor, dann weiß ich klar, was bereit. Los geht. Töte den Unhold und die anderen Monster, okay. Perfekt! Hörst du mich? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Jetzt habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Diese Muskeln, die Venen, das Fett. Wow, was ist das denn? Das ist also der Unhold. Ja, die anderen Monster haben wir also jetzt schon kalt gemacht. Ja, irgendwie komme ich nicht zum Unhold ran. Hier sind auch viel zu viele Menschen. Ich glaube, der heilt sich immer. Wow, einmal angegriffen und schon gleich tot. Dein Speichern geht gar nicht mehr hier. Ja, jetzt geht's um Leben oder Tod. Sein Mund zusammen. Was jetzt, Leute? Du stinkst nach Angst. Das verdirbt den Geschmack. Ja, ich bleib jetzt einfach stehen. Ah ja, jetzt sehe ich's wieder. Anscheinend hat sich das Monster verfangen dort hinten. Beziehungsweise es rennt kaum rum. Ja, also wenn er so weitergeht, dann ja, kämpfe ich bloß hier mit meiner Armbrust. Warum soll ich jetzt im Nahkampf gehen und dabei mein Leben aufs Spiel setzen? Sehe ich gar nicht ein. Oh ja, hier sind schon einige von den Leuten tot. Der macht hier gar nichts, ja. Er kommt mir zu nah hier. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja, ich glaube, der heilt sich immer, weil da immer so eine grüne 6 ist. Aber das reicht nicht aus. So wie es aussieht. Komm, greift an, meine Diener. Ja, so kann man auch natürlich bescheißen. Ein bisschen, vor allem bei so einem hohen Schwierigkeitsgrad. Mache ich das sogar sehr, sehr gerne. Greift an! Ich greife mit meiner schwachen Armbrust an. Ja, wir haben jetzt schon die Hälfte vom Monster. Schade, dass ich Geralt in dem Kampf Leben hier bekomme. Kann man auch nicht als Fertigkeit nachrüsten. Ja, ich denke mal, es wird noch 1-2 Minuten dauern, dann haben wir's. Nee, also wie gesagt, warum sollte ich jetzt Nahkampf machen? Weil dann würde ich ja sterben quasi. Weil der braucht mich ja nur einmal so ein bisschen anklatschen. Und dann sehe ich alt aus. Deswegen bleibe ich lieber hier hin.
Ich habe keine Tränke mehr. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Falsche Sicht. Also mit meiner Armbrust mache ich echt lächerlichen Schaden. Also das macht eigentlich so gut wie gar nichts. Ah, aber er ist gleich fertig. Können wir uns entspannt schon mal zurücklehnen und auf den Tod des Monsters hier, diesen Unhold, schon mal freuen. Aber doch, hier sterben manchmal ein paar Männer. So, noch ein paar Sekunden. Das war's. Ja, so kann man sich's auch leicht machen. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Ja, vor allem die. Kuchen zum Abendessen. Sandkuchen. Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Böser Zauber unwahrscheinlich. Und da gibt es ja noch, wir müssen sie irgendwo in Sicherheit bringen. Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Genau. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Ja, dann kannst du lange warten. Böser Zauber? Unwahrscheinlich. Das ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Ja, warum soll ich jetzt sagen, das wäre sinnlos? Warum soll ich es machen? Ne? Also, ein Versuch ist es wert. Ich weiß auch gar nicht, was der macht. Eremit, ein großer Heiler, ja. Es ist ein Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst. Es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Du sollst es schwören. Ich schwöre. Ja, na, ist doch schön. Alle gehen friedlich auseinander. Fertig. Was muss ich mich da noch einhängen? Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen.
Was war das jetzt für ein Zwischenvideo? Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Zwischenvideo war, ne? Muss ich mal wieder ein bisschen nachdenken. 100 Krone halt. Wir haben die Quest abgeschlossen. Rückkehr in den Buckensumpf. Sind Stufe 10. Wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Dann nur ein Gelehrter wissen. Super. Und wieder Erfahrungspunkte. Und eine neue Quest, beziehungsweise Quest aktualisiert. Quinch wieder in Wählen. Das interessiert mich in Feuchten hier mit den Quinch. Ja, wir gucken nochmal kurz im Charakter rein. Und ja, können ja jetzt wieder diesen Punkt verteilen, beziehungsweise hier, schau dir an, wir können ja noch ein paar Sachen hier reinquetschen. Ja. Hier können wir erst ab Stufe 20 eine Fertigkeit reinmachen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei starken Angriffen um 2% und den Schaden kritischer Treffer bei starken Angriffen um 15%. Ja, okay, also ich benutze ja auch manchmal den starken Angriff. Ich denke, das können wir hier auch aufleveln. Ich bin jetzt auf jeden Fall voll der Kampftypi hier vom Hexer. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wieso setzt er denn nichts an Zauber und Archivie und etc. Nein, ich bin voll der Kampftypi. Ich werde hier ganz viele Punkte reinsetzen. Und dann werde ich sie auch dementsprechend hier aktivieren. So. Ja, da hätten wir noch ein Fach eigentlich. Ich habe mich ja damals schon ein bisschen verskillt. Ja, was heißt ein bisschen? Ich habe mich verskillt. Also ich würde voll auf Angriff setzen jetzt die ganze Zeit. Das wäre echt mein Wunsch. Ja. Ansonsten interessiert mich so der ganze Kram eigentlich nicht so richtig hier. Ich bin echt der Kämpfer, Witcher. Und nichts anderes. Ja, wir sind Stufe 10, ne? Bis ich ja dann wieder skillen kann, da sind wir erst Stufe 20. Hm, naja gut. Also ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen nachgedacht über meine zukünftigen Fertigkeiten, die ich hier einsetzen werde. Wir müssen nochmal hier reingehen, wir müssen nochmal hier in die Quest reingucken. Also, ja, das war jetzt eigentlich eine Nebenquest, oder? Eigentlich schon. Das war jetzt eine Nebenquest, die aber eigentlich mal eine Hauptquest war. Merkwürdig. Ja, aber so ist es tatsächlich. Hier haben wir ja noch was. Und ich sehe, wir haben schon einen Schrein repariert. Repariere alle beschädigten Schreine. Ich kann es ja mal kurz auswählen. Aha, okay. Also wir haben tatsächlich einen Weg. Beziehungsweise ein paar Punkte, wo wir hin müssen. Wow, was ist das denn hier? Sieht zu groß aus. Also hier gibt es wirklich noch so viel in Wählen. Wir werden hier noch einige Stunden in Wählen verbringen. Das kann ich euch schon mal sagen. Es ist, bevor wir hier nach Novigrad reisen, bin ich schon wahrscheinlich einige Stufen gestiegen. Ja, ich suche jetzt mal kurz Verteidiger des Glaubens. Machen wir jetzt anscheinend. Was ist das eigentlich hier für ein Punkt die ganze Zeit? Individuelle Markierung. Vom Spieler markierten Ort, kann ich das jetzt wegmachen hier wieder? Ja. Keine Ahnung, was ich da gedrückt habe. Aus Versehen. Jetzt ist es weg. Okay, also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und erkunden so einen schönen Ort. Dann würde ich sagen, machen wir uns dann hier auf den Weg. Obwohl, gut, da gibt es ja kein Schiff mehr. Ich würde sagen, wir machen erstmal
diesen unentdeckten Ort, dann fahren wir mit dem Schiff vielleicht hierhin, entdecken den Ort und fahren dann hierhin und tun uns hier so durcharbeiten. Dack, 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 und dann kommen wir hierhin. Genauso machen wir das jetzt. Ach, und hier ist dann das zweite. Ja. Also wir müssen dann hier hoch und dann machen wir noch das zweite. Okay, dann haben wir es ja jetzt schon geklärt, was jetzt die nächsten Videos sind. Wir gehen jetzt erstmal zum unentdeckten Ort. Ja, das ist für mich wichtig. Da natürlich ich eventuell mal ein paar Gegenstände finde. Und das dann wiederum bedeutet, ich werde dann stärker. Und ich kann leichter die Viecher kalt machen und die können mich schwerer umbringen. Das bringt mir natürlich viele Vorteile. Es liegt auf der Hand. Ich muss jetzt erstmal den unentdeckten Ort erkunden. Beziehungsweise erstmal gucken. Vielleicht gibt es einen schönen Schatz mit einer geilen Rüstung drin. Da würde ich mich echt mal sehr freuen drüber. Die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, nein. Aber die Sümpfe gehen mir wirklich jetzt langsam auf den Zeiger. Nicht, dass ihr denkt hier, ich krieg von den Sümpfen nicht genug. Nein, sie gehen mir auf den Zeiger. Wieder ein Monsternest haben wir entdeckt. Mensch, jetzt genau, wir haben ganz viele Monsternester. Mittlerweile. Ja, wir müssen aufpassen auf die grüne Gaswolke hier. Ja, Monsternester, Monsternester, Monsternester. Was bringt uns das jetzt hier? Wir haben leider keine Monsterbomben. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal hierher. Aber wir wissen ja jetzt, dass da ein Monsternest ist. Den haben wir jetzt zumindest aufgedeckt. Nächstes Mal, wenn wir herkommen gehen, machen wir natürlich hier eine Schnellreise. Oh, jetzt bin ich wirklich kurz vorm Abnibbeln. Oh je. Jetzt haben die mich, glaube ich. Nicht gut. Ich schwimme mal heimlich weg. Wow, hier sind auch wieder Viecher. Überall sind ja Viecher. Versuch mal schnell im Boot hier reinzukommen und abzuhauen. Los. Geht's, weg hier. Aber sowas von Turbo. Komm. Ich drück ja schon X hier. Gut, wir sind in Sicherheit. Jetzt muss ich aber natürlich erstmal den neuen Ort markieren. Also wie gesagt, es hat jetzt nicht viel gebracht, hier den unentdeckten Ort zu erkunden. Aber wir wissen jetzt, da ist ein Monsternest. Das heißt, wir können jetzt in Zukunft schnell reisen. So in der Nähe. Und dann gehen wir wieder hier hin, weil wir wissen, da ist es. Wir entdecken jetzt wahrscheinlich erstmal den Ort. Aber ich muss erst echt mal Leben wieder bekommen. Ich bin voll am Arsch. Echt brutal. Aber die Story an sich war ja wirklich doch jetzt schon... Oh Gott, falsche Richtung. Doch sehr spannend, oder wie findet ihr das? Das mit dem Baron. Ich weiß gar nicht, ob das noch weitergeht. Aber für mich klang das so wie abgeschlossen. Ich meine, der wird wahrscheinlich jetzt einen Heiler suchen. Und ob die wieder mal jemals klar wird im Kopf, das weiß man nicht. Aber ich sehe jetzt da keinen Grund, dass irgendwie die Story dann weitergehen sollte. Aber na gut, den Grund wird es wahrscheinlich immer geben. So, wir sind angekommen. Sieht aus, als ob da Menschen dort hinten sind. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich jetzt angreifen. Ich schleiche mich jetzt erstmal kurz vom Boot hier.
So. Die haben mich noch nicht gesehen. Also man sieht da hinten, wenn ihr da hochguckt, da sind Banditen, Menschen, keine Ahnung. Gegen die müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich antreten. Beziehungsweise, ich werde jetzt speichern und das Spiel beenden. Ihr seht das also erst im nächsten Video. Es freut mich, dass ihr zugeguckt habt. Ihr habt wieder gesehen, es ist wieder viel geschehen. Es hat sich viel ereignet. Habe jetzt noch eine kleine Ankündigung zu machen. Eigentlich wollte ich das vielleicht mal in solchen Extra-Videos packen, nehmen. The Witcher. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nur The Witcher Let's Playen. Das, bei Assassin's Creed Syndicate habe ich zum Beispiel in dreiviertel Jahr habe ich die ganze Zeit nur an Assassin's Creed gehangen und habe da wirklich Let's Plays gemacht für euch. Das wird aber hier definitiv nicht so sein. Kriegt der Witcher auch Leben hier? Ich weiß es gerade nicht. Also irgendwie kriegt er hier kein Leben. Merkwürdig. Ja, mit null Leben werde ich da aber den hinterrennen. Auf jeden Fall, was ich jetzt euch sagen wollte, ich werde natürlich jetzt neben The Witcher noch ein anderes Spiel spielen, was ich noch nicht so richtig weiß. Ach, jetzt bekomme ich Leben. Und ja, das werde ich wahrscheinlich auch noch auserkoren und das Spiel wird dann gleichzeitig zu The Witcher laufen. Also, das heißt, ich werde nicht nur jetzt The Witcher ein halbes, dreiviertel Jahr rausbringen, weil das Spiel ist ja nun mal sehr, sehr groß. Das ist, ja, Fluch und Segen, ne? Also für vielen ist das schön, dass sie so ein riesengroßes RPG haben. Ja, aber für Let's Play ist das natürlich sehr, sehr, sehr langes Vergnügen. Und ich habe ja euch schon mehrmals gesagt, wir werden es durchspielen. Beziehungsweise durchspielen, ne? Wir werden versuchen, alles komplett durchzumachen hier. Und das werde ich natürlich auch einlösen. Ganz klar, ich will The Witcher richtig komplett durchnageln. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt ein Spiel nebenbei mit aufzeichnen. Das wird dann auch dann bei Zeiten angekündigt werden, wenn es soweit ist. Aber erstmal werde ich in ein paar Folgen beim neuen Spiel dann produzieren. Ja. Und dann werdet ihr das schon sehen, denke ich mal. Falls ihr Interesse habt, ja, dann einfach hier ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Dann wisst ihr auch, wie The Witcher weitergeht. Dann wisst ihr auch, welche andere Spiele ich hier noch in Zukunft neben The Witcher oder noch neben komplett andere Spiele hier noch Let's Playen werde. Und wie immer freue ich mich über ein Like unter diesem Video oder auch unter jedem anderen von euch. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und jetzt habe ich echt das extra so lange in die Länge gezogen und ich habe kaum Leben erhalten. Frechheit. Und hiermit speichere ich das noch einmal und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi.